Wir wissen endlich mehr zu neuen Erweiterungen für The Sims 4. Das Release-Datum sowie ein möglicher Titel wurden nämlich geleakt. Völlig überraschend wurde von den Entwicklern im letzten Behind the Sims Stream verraten, dass wir in diesem Jahr nochmal eine neue Erweiterung für The Sims 4 erhalten werden. Jetzt gab es wieder einen neuen Leak auf einer altbekannten Seite, die auch schon in der Vergangenheit viele Packs richtig prognostiziert hat: Instant Gaming. Hier lässt sich nämlich aktuell ein Eintrag für die insgesamt 15. Rental Houses Erweiterung auffinden. Das Pack soll bereits am 8. Dezember erscheinen. Jetzt würde mich eure Meinung zum Thema interessieren. Findet ihr ein Pack, welches sich dem Mieten bzw. vielleicht auch Vermieten von Wohnungen bei den Sims widmet, spannend? Beachtet beim Eintrag besonders, dass es sich bei der Grafik um einen Platzhalter handelt und der Screenshot aus Tatosa nichts mit dem kommenden Inhalt zu tun haben wird. Eine Ankündigung wird vermutlich schon sehr bald geschehen. Mehr Informationen gibt es derzeit leider noch nicht. Lassen wir uns mal überraschen, ob dieser Leak wirklich echt ist. Die Chancen stehen auf jeden Fall ziemlich hoch, da auch schon bei den letzten Packs Instant Gaming ziemlich oft richtig lag. Hier könnt ihr übrigens auf die verschiedensten Packs sparen, Link in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.